mein Gott. Heute geht es um meine angefangenen Reihen. Und ja, ich dachte so, ha, komm, so viele sind's nicht. Hast du es ja alles im Überblick, habe ich mir immer gesagt. So, liest du jeden Monat eins von der Reihe? Habe ich gesagt, ja. Ja, und dann sieht man so den riesengroßen Haufen neben sich und denkt sich so, oh mein Gott, was ist da schiefgegangen? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Da, wo ich sagen kann, okay, bin ich, habe ich angefangen, werde ich auch beenden dieses Jahr. Alles schön und gut. Das ist meine Princess in Love-Reihe. Lese ich jeden Monat ein Band, sind nur 9. Im März kommt Band 6, also die Reihe kann ich definitiv abhaken für 2019. Die ist definitiv angefangen und beendet. Genauso wie mit den lieben Niki ihren Büchern. Da versuche ich ja immer, sobald halt die Printausgabe rauskommt, bei ihren Reihen hole ich sie mir dann halt und beziehungsweise hole mir dann halt so viele, wie halt schon rausgekommen sind und lese die halt dann mit einmal halt auf dem Stand, sozusagen auf aktuellen Stand. Deswegen kann man da sagen, Sonderband 2 habe ich halt erst da, genauso wie da habe ich alle 3 Bände von Noelle und Noelle bis jetzt da, die es gibt als Print. Hier wird demnächst 13 und 14 bei mir einziehen, genauso wie im März kam ja jetzt erst der zweite Band von der Dragon Fortune Reihe raus, deswegen da werde ich mir auf jeden Fall die aktuelleren noch holen und die natürlich dann wieder auf dem aktuellen Stand lesen. Aber da muss ich halt auch gucken, deswegen sind das meine 4, beziehungsweise kommen ja noch die anderen 2 Reihen, die Niki geschrieben hat, die werde ich mir ja natürlich auch noch holen, wie es so ist, Herbstprinzessin und die Rock and Me, Rock Me Love, Rock Me, Rock and Love Me, so rum war's. Da heißt nämlich der erste Blake. Und die Herbstprinzessinnen-Reihe werde ich mir natürlich auch noch zulegen. Und dann wären das all ihre Reihen, die ich dann hätte. Und ja, dann kann ich halt dann so viel lesen, wie halt dann schon raus ist. Weil da ist sie ja, sage ich jetzt mal, noch nach und nach am Schreiben. Das heißt, sie sind alle noch gar nicht erschienen. Also kann ich sie logischerweise auch noch nicht alle gelesen haben. Aber das sind, sage ich jetzt mal, so die einzigsten 4 Ausnahmen, die ich hier rumliegen habe, wo man sagen kann, okay, kann man Auge zudrücken bei den 4. Wenn es da auch noch 6 werden, kann man sagen, ja, okay. Wo man aber kein Auge zudrücken kann, ist zum Beispiel bei meiner heißgeliebten After-Reihe. Ja, ich habe die ersten 3 Bände gelesen. Ja, die Reihe hat aber, ja, 4 Bände plus 3 Zusatzbände. Ja, die habe ich deswegen halt noch nicht weitergelesen, diese Reihe, weil ich sie mir noch nicht geholt habe, die Fortsetzung. Sollte ich vielleicht mal tun, weil die sind alle schon erschienen und dann könnte ich die Reihe auch mal beenden. Aber ich würde sagen, ich habe sie, soweit sie halt hier sind, ist halt immer meine Ausrede, so viele, wie ich halt zu Hause habe, an angefangenen Reihen, habe ich bei der After-Reihe sozusagen auf den aktuellsten Stand, wie sie halt bei mir rumsteht, habe ich sie gelesen. Das heißt, ich habe keine ungelesene After-Reihe, After-Band hier stehen. Also mir fehlt eigentlich nur noch der 4., dann hätte ich die eigentliche Reihe beendet und dann halt noch die 3 Zusatzbände. Dann wäre die Reihe beendet, komplett. Wäre, hätte, könnte. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagt man ja so schön. Genauso wie bei der Wellington-Saga, da fehlt mir auch nur noch der 3. Band. Dann wäre die Reihe komplett beendet. Hat keine Zusatzbände, nix, nein. Der ist sogar schon erschienen, September 2017. Ja, ich habe ihn halt noch nicht. Aber wenn ich ihn da hätte, hätte ich ihn, glaube ich, auch schon gelesen und beendet. Das ist genauso die gleiche Aussage wie bei der After-Reihe. Habe ich nicht da, kann ich nicht lesen. Bei meiner Ranma
Ein Halbreiher, genau das gleiche. Ich habe zwar noch 15, 16 da und 17, glaube ich, noch, aber die restlichen Bände habe ich nicht da. Aber sie sind zwar alle schon erschienen, aber sie sind sehr, sehr schwierig zu bekommen. Deswegen kann ich die nicht komplett wegsuchten, leider. Und die sind ja auch nicht ganz so zum Wegsuchten da. Ich weiß, meine 15. Ausgabe, das ist der Band, den ich demnächst lesen müsste. War bei Rebuy, ja, eine Enttäuschung. Die anderen Bände waren alle Top-Zustand, ohne Knicke, ohne Leserin, ohne irgendwas, und der total hässlich und mit so einem hässlichen Aufkleber und irgendwelchen Krustrang gebeppt. Also, keine Ahnung. Na, wie gesagt, die sind halt schwierig zu kriegen und deswegen kann ich sie auch nicht so schnell lesen. Aber das wäre den, wo ich eigentlich sagen könnte, okay, komm, du könntest eigentlich die Bände, die du bis jetzt noch da hast, nämlich 15, 16 und 17, könnte man rein theoretisch weiterlesen. Habe ich da, hätte ich auch zu Hause, also ich habe sie schon hier stehen, müsste sie nur lesen. Könnte man sozusagen dieses Jahr mal in Angriff nehmen. Ja, das gleiche Problem ist bei Book Elements. Angefangen mega, mega gut, habe aber die anderen Bände gar nicht zu Hause. Ich müsste sie mir halt auch erst kaufen. Und dann sage ich mir, okay, komm, liest du, glaube ich, erstmal das, was du schon da hast, was nur noch beendet werden müsste, was du nur noch in die Hände nehmen müsstest und weiterlesen müsstest. Und dann kann man sagen, ja, okay, jetzt hast du das alles, jetzt kannst du die rein, wo dir, sage ich jetzt mal, noch ein, zwei Bändchen fehlen, dir holen und die mal zu Ende lesen. Deswegen gleiche Problem. Und mein riesengroßes Problem ist die Everflame-Reihe von Josephine Angelini. Ihr wisst, ich liebe die alte Coverauflage richtig, richtig doll. Ich finde die neue Coverauflage mit diesen hässlichen Gesichtern vorne drauf pottenhässlich, weil klar, das ist alles schön und gut, wenn man die so zusammenstellt, da gibt es ein Gesicht. Richtig hübsch. Ja, das war ironisch gemeint, aber ja, das ist halt der Grund, eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Trilogie nicht weitergelesen habe, weil ich habe nun mal diese wunderschöne, auch wenn man den Schutzumschlag abmacht, einfach nur ein Traum. Habe ich ein richtig hübsches Cover und ja, ich finde es, ja, ich finde es eigentlich jetzt nicht toll, deswegen die hässlichere Coverauflage zuzulegen, und die Story weiterzulesen. Deswegen, die Geschichte gefällt mir zwar richtig, richtig gut und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht, aber ich habe keine Lust, diese hässliche neue Coverauflage dastehen zu haben, weil das Cover mich dann jedes Mal abschreckt und sagt, nö, will ich nicht lesen. Ist hässlich, will ich. Selbst wenn ich den Schutzumschlag bei dem anderen abmache, finde ich es hässlich. Und das ist das einzigste Buch, wo ich halt wirklich im Überlegen bin, trotz der spannenden Geschichte, die Reihe nicht weiterzulesen, weil ich das Cover hässlich finde und das will ich so nicht im Regal stehen habe, weil wenn mir die Reihen so gut gefallen, will ich die behalten und dann will ich die mir ins Regal stellen, weil ich sortiere nach dem Lesen aus, wie gut war's. 4,5 bis 5 Sterne dürfen bleiben. Ja, bei 4 Sternen wird's kritisch. Da überlege ich nochmal, liest es nochmal oder liest es nicht. Und alles, was drunter ist, fliegt wieder raus. Und ja. Das hat meist schon, kann man, sage ich jetzt mal, einen Stern oder einen halben Stern abzukriegen, weil das Cover einfach hässlich ist. Ist einfach so. Und deswegen bin ich halt wirklich schweren Herzens damit überlegen, diese Reihe wirklich hinzuschmeißen. Ja, anderes Problem hier genauso wie bei der After-Reihe. Sie sind alle schon erschienen. Ich fand den erstmal mega gut. Mir fehlt halt, wie gesagt, nur noch die anderen drei Bände. Und ja, das ist, glaube ich, auch
Eins, wo ich sage, das werde ich mir auf jeden Fall dieses Jahr den zweiten Band mal zulegen, damit ich ihn weiterlesen kann, weil das mit Cinder und ihre Märchen-Adoptions-Zukunftswelt mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich bin gespannt. Ich glaube, der zweite ist so eine Rotkäppchen-Adoption, wenn mich nicht alles täuscht. Und bin ich halt auch schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht und ja, wie das Ganze mit Cinder und Co. ausgeht. Also da wird diese definitiv dieses Jahr. Und wenn nur eins mehr, eins sieht schon mal. Genauso hier. Es sind, glaube ich, jetzt schon vier erschienen, beziehungsweise alle schon erschienen. Und da fehlt mir auch noch der zweite Band. Also halt die restlichen. Aber halt den ersten habe ich gelesen, fand ich toll. Und ja, man braucht halt die nächsten weiteren Bände, um halt es fortsetzen zu können. Aber die habe ich nicht zu Hause. Ich müsste sie mir halt erstmal holen. Genauso wie bei Royal. Da ist, habe ich die, es sind sechs E-Books, Band 1 und 2. Ist die erste Printausgabe, das ist jetzt 3 und 4. Die habe ich da. Und die letzte Printausgabe 5 und 6 ist erst Ende letzten Jahres erschienen. Und deswegen konnte ich sie mir noch nicht kaufen, weil ich wollte halt die Printausgabe haben und nicht mir die einzelnen E-Books zulegen, sondern ich wollte die Printausgaben. Und wie gesagt, da musste ich halt erst warten, bis sie erscheint. Jetzt sind sie draußen. Jetzt könnte ich sie rein theoretisch den letzten Band mir noch holen. Und das Ganze beenden und dadurch, dass es ja nur noch ein Band ist, ist es auch eher so eins, wo ich sagen muss, das wird schon viel, viel, viel eher vorkommen als jetzt bei den anderen. Aber glaube schon, dass das dieses Jahr müsste, glaube ich, noch hinhauen. Genauso wie das, na, Rote Königin Reihe. Das, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Blut steht auf jeden Fall ganz oben auf dem Schreibtisch, sag ich. Ganz oben auf dem Regal. Die ersten zwei Bände habe ich gelesen. Dritte und vierte sind auch schon raus. Dritte, wie ihr seht, habe ich noch eingeschweißt da. Müsste ich eigentlich nur mal weiter fortsetzen. Könnte ich eigentlich rein theoretisch dieses Jahr auch machen. Ist möglich, sage ich jetzt mal, bis zum aktuellsten Stand, wie er hier bei mir zu Hause halt ist, könnte ich lesen. Ist möglich. Und ja, genauso wie diese Reihe. Es hat nur zwei Bände. Den ersten habe ich gelesen, den zweiten habe ich hier. Ich könnte also, sage ich jetzt mal, ganz schnell beenden, indem ich ihn einfach nur lesen müsste. Das ist so, wo ich sagen muss, okay, ja, habe ich öfters im Blick und denke mir, ja, okay, komm, die Reihe hat nur zwei Bände. Hey, cool, den ersten hast du gelesen. Fandest du eigentlich gar nicht so schlecht. Den zweiten hast du auch da stehen, müsstest du eigentlich nur mal die Hand nehmen. Ja. Solche Ausreden und denkt man, ja, komm, das eine kannst du schnell weglesen, hast doch hier rum, zu Hause rumstehen. Es ist genauso wie, ich werde immer bei dir sein. Den ersten habe ich gelesen, den fand ich großartig. Der zweite ist eigentlich die gleiche Story nochmal, nur aus einem anderen Blickwinkel, aber ich habe die Dialogie hier komplett stehen. Ich könnte sie einfach beenden. Und ja, das ist, glaube ich, so, das nächste, was ich so in Angriff nehme, hauptsächlich mal die Dialogien beenden, weil Perfect habe ich ja auch noch rumstehen. Den ersten habe ich zwar erst kürzlich gelesen, Flawed, fand ich mega. Und ich müsste ja eigentlich nur fortsetzen, wie es mit Celestine weitergeht und was mit ihren Brandmalen und alles und was sie halt alles noch erreicht. Und dann hätte ich es auch beendet. Würde eigentlich rein praktisch richtig super schnell gehen. Genauso wie von Janet Ivanovic ihrer Reihe. Die habe ich angefangen. Ich habe, glaube ich, bis zum 23., 21. Band alles hier stehen. Und inzwischen hat es im Englischen 25 Bände, aber die 24 und die 25 sind noch nicht übersetzt worden. Also ich könnte rein theoretisch alles bis zum aktuellsten deutschen Stand könnte ich eigentlich lesen.
hätte ich auch fast alle da. Hätte Fahrradkette. Das sind, sage ich jetzt mal so, also die stapel ich mir hier gerade so. Das sind die vier, wo ich eigentlich, beziehungsweise gehöre nicht ganz dahin, weil jetzt kommen ja noch welche. Aber das wären die drei, die ich auf jeden Fall beenden kann, sofort auf der Stelle, sage ich jetzt mal. Das ist genauso wie Everflame, das ist der letzte Band, das ist das Finale. Ich müsste es nur weiterlesen, wenn es nicht da so andere Schwierigkeiten hätte, nämlich die Charaktere. Aber ich habe den letzten Band da, das ist der letzte Band. Ich müsste nur beenden, dann wäre die Reihe beendet. Genauso wie das Buch ohne Namen. Ich habe die komplette Trilogie hier stehen. Ich könnte sie komplett beenden. Könnte. Aber man denkt sich so, hey cool, guck mal, das suppt nach oben, cool. Ja, es ist eine Reihe. Ja, das sind 3 Monaten beendet, wenn du jeden Monat ein Buch liest. Wenn man es tun würde. Ja, das sind so die Vorsätze, die man sich nimmt. Genauso wie die Again-Reihe. Again-Reihe heißt sie. Okay. Die Again-Reihe, würde ich sagen, ist unerwartet. Sie war als Trilogie gedacht. Sie kam als Trilogie raus. Jeder hatte sie, sage ich jetzt mal, alle 3 Bände geholt, alle 3 Bände gelesen. Und man dachte so, ja, okay, die Sache ist abgehakt. Nein, es kommt unerwartet ein vierter Band heraus. Weil das Buch so gut, weil die Reihe so gut ankam und sie komplett gehypt worden ist, kam jetzt halt ein vierter Band raus. Und man denkt sich so, hey, cool. Aber ich muss sagen, ersten Band habe ich gelesen, zweiten Band habe ich da, die anderen zwei müsste ich mir halt auch kaufen, aber ich könnte es bis zum aktuellsten Stand, könnte ich es lesen. Es wäre nur noch dieses eine. Dann wäre ich für meine Verhältnisse auf dem aktuellsten Stand und könnte es dabei erstmal belassen. Selection. Das ist der dritte und finale Band der ersten Reihe. Ja, das ist die Hauptreihe hat 3 Bände. Das ist eine Trilogie. Dann gibt es noch zwei Zusatzbände, die auf die erste Reihe aufbauen. Also es geht sozusagen in viel, viel weiterer Zukunft. Geht die Reihe mit neuen anderen Protagonisten weiter, die halt am Ende vom ersten entstehen, so ungefähr. Und beziehungsweise die halt am Ende vom finalen Band auftauchen und mit denen geht es halt dann, sage ich jetzt mal, in naher Zukunft weiter. Ja, ich bräuchte auch nur die Reihe beenden und dann könnte ich die Zusatzreihe anfangen. Aber ja, wie gesagt, könnte, hätte, Fahrradkette. Ja, man hat halt so seine Ausreden. Genauso wie, okay, das war auch unerwartet. Das Labyrinth der träumenden Bücher, der erste hieß ja die Stadt der träumenden. Nee. Die Stadt. Auch irgendwas mit Labyrinth? Moment. Moment. Ich glaube, die Stadt der träumenden Bücher kann das sein. Genau, die Stadt der träumenden Bücher war der erste Band. Es sollte eigentlich auch beim ersten Band bleiben, aber weil der so gut ankam, hat sich Walter Mörs gedacht, hey komm, wir machen eine Dialogie draus. Und ich habe halt auch, sage ich jetzt mal, das aktuelle Ende da, der zweite Band, das Labyrinth der träumenden Bücher. Ich müsste es auch nur noch beenden. Und wie ihr seht, dieser Stapel wächst. Das wären jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, wo ich mit den angefangenen Reihen einfach beenden könnte, indem ich sie einfach nur zu Ende lese. Genauso wie, okay, der zweite Band von Jojo Moyes, ihrer Reihe, ein ganzes halbes Jahr, obwohl ein ganzes halbes Jahr war für mich ein Einzelband eigentlich. Eigentlich. Aber der lief so gut, der kam so gut an. Hat man einen zweiten rausgemacht. Ein ganzes neues Leben. Und ja, wie ihr seht, er ist auch noch komplett eingeschweißt. Ich müsste halt auch nur noch beenden. Beziehungsweise die Reihe in der Hoffnung, dass sie dann halt auch beendet bleibt, die Reihe. Und nicht halt nochmal einen dritten oben drauf kommt. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt, ob dann vielleicht noch ein
dritter kommt oder ob es dann wirklich beendet bleibt oder mal gucken. Auf jeden Fall wären es auf jeden Fall von meiner angefangenen Reihenanzahl würde durch diesen Stapel schon mal sinken. Genauso wie Lauren Weisberger ihrer Teufeltrick Prada-Reihe. Ich habe sie alle bis zum aktuellsten Stand. Okay, ich muss sagen, der aktuellste Stand ist 2018, 2017. Irgend sowas erschienen. Ich habe sie alle da. Ich müsste halt nur fortsetzen. Und da muss ich ehrlich zugeben, das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Bis zum aktuellsten Stand auf jeden Fall zu lesen. Man weiß halt wirklich noch nicht, weil die Bände wirklich so 2, 3 Jahre Abstand voneinander haben. Man weiß wirklich noch nicht. Kommt noch was, kommt noch nichts. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, bis zum aktuellsten Stand könnt ihr es lesen. Dann erstmal als beendet ansehen. Genauso wie meine Shoppingaholic-Reihe. Ich habe bis zum 8. Band alle da. Mir fehlen nur noch 2. Müsste ich halt nur mal beenden. Damit ist sie auch offiziell beendet, diese Reihe. Ja, oder Blackblade angefangen. Erster Band, großartig. 2 und 3 habe ich auch da stehen, das ist eine Trilogie. Müsste sie nur beenden bis zum aktuellsten Stand. Und wie ihr seht, der Stapel mit den Büchern, die ich aktuell hier habe und weiter und beenden lesen müsste, ist schon sehr groß. Genauso wie, okay, da muss ich sagen, die Flüsse über London, die erste Bahn fand ich richtig gut. Den zweiten habe ich auch noch da, der zweite Fall. Zweite hat 5 Bände aktuell und ich habe bis jetzt halt nur den da. Ja, müsste ich halt lesen. Beziehungsweise ich könnte halt, sage ich jetzt mal, nur noch den zweiten lesen und dann würde mir ja der Rest fehlen. Und ja, von daher wäre machbar, könnte man auch mal lesen. Genauso wie die Chroniken der Unterwelt. Da muss ich aber ehrlich sagen, da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich es mache. Ob ich jetzt einfach nur noch eins bis drei habe ich gelesen, genau. Ob ich jetzt nur noch 4 und 5 lese, weil die habe ich noch dastehen. Klar, es ist noch ein sechster erschienen. Den müsste ich mir auch nur noch holen. Aber ob ich die einfach jetzt so weiterlese und dafür die andere Spin-off-Reihe weglasse. Und also da bin ich halt, wie gesagt, noch am Überlegen, wie ich es mache. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich es auch einfach so, dass ich die Reihe, ja, also die Chroniken der Unterweltreihe einfach dieses Jahr die letzten 3 sozusagen lese und die andere Reihe einfach gar nicht, sage ich jetzt mal großartig, da zuwerte und die separat einfach behandle bzw. komplett weglasse. Dann habe ich Mondsilberlicht von Mara Wolf angefangen, hat mir super gut gefallen. Fehlt halt der Rest, müsste ich halt auch mir mal zulegen. Aber ich muss sagen, die Teile, die ich da habe, habe ich gelesen. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Genauso wie, ja, die Geheimnisse der Allerburg fand ich richtig gut von Craig Walters. Ich habe halt die Folgebände nicht da, die weiteren 3 Bände plus seine neue Reihe habe ich nicht da. Könnte, hätte, Fahrradkette. Ja, das wären aber halt, wie gesagt, die, wo ich halt hier komplett zulegen müsste. Und ja, da muss man halt gucken. Genauso wie bei meiner Rita Falk-Reihe, die lese ich dieses Jahr auf jeden Fall den 4. Fall, den habe ich noch da liegen. Aktuell gibt es 8 Fälle. Und ja, da weiß man halt auch noch nicht, kommt noch was, kommt noch nichts. Sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 inzwischen. Also da ist ja auch eher so, mal gucken, kommt vielleicht noch was, kommt vielleicht nichts mehr. Aber ich könnte auf jeden Fall bis zum aktuellsten Stand lesen. Da werden auch dieses Jahr, glaube ich, noch ein paar einziehen.
Und somit könnte ich die auch weiter fortsetzen. Genauso wie ich meinen finalen Band von Eragon nochmal lesen wollte, weil ich hatte ihn ja gelesen gehabt, kam aber irgendwie zu dem Zeitpunkt war es ein bisschen zu viel, weil ich hatte, wie gesagt, jeden Monat ein Band davon gelesen und wäre eigentlich noch voll in der Geschichte drin gewesen, kam aber irgendwie durcheinander und war nicht richtig bei der Sache und auch irgendwie so ein bisschen genervt von der Geschichte, weil es ein bisschen too much war. Also ein bisschen zu viel. Und ja, ich muss halt auch, sage ich jetzt mal, nur noch mal lesen. Und ich habe auch nicht wirklich viel von mitgekriegt. Also ja, wäre halt dann auch beendet. Müsste halt nur noch den lesen und fertig wäre es. Genauso wie ich habe ja erst jetzt eine Reihe angefangen, eine neue. Ja, die Auswahl. Zweiten hätte ich noch da, könnte also bis zum aktuellsten Stand weiterlesen. Dann habe ich mal angefangen, ohne dass ich es wusste, habe ich die Reihe von Susanne Elizabeth Phillips, ja. Ich glaube irgendwie Quarterback. Habe keine Ahnung mehr, wie diese Reihe heißt. Habe ich auch einfach mal so zwischendrin einfach mal so ein paar Teile gelesen. Ich glaube, das war der dritte und der aktuellste achte. Siebte oder achte war es. Auf jeden Fall Band dieser Reihe. Ja, ich hätte die, die ich da habe, könnte ich lesen, aber ich glaube, da fehlt mir zwischendrin noch ein oder so. Oder ich habe sie inzwischen bis zu acht alle da. Auf wie gesagt, ich könnte sie auch bis dahin. Okay, mach mal lieber auf den könnte beenden Stapel. Okay, hier muss ich sagen. Erste Band fand ich großartig, zweite Band habe ich da, dritte Band habe ich nicht da. Das heißt, ich könnte den zweiten noch lesen. Dritte fehlt mir halt dann, wie gesagt, wieder. Und ja, da wäre es halt so, hätte, könnte, Fahrradkette. Genauso wie bei meiner Lucinda Riley. Ich habe zwei, drei, vier und fünf hätte ich da, also bis zum aktuellsten Stand. Klar, die Reihe ist noch nicht beendet, aber ich könnte sie auch mal weiterlesen. Genauso wie mit Lilith Korn. Finlays Reise nach Andaria ist genau das gleiche. Müsste ich halt auch mir die Reihen weiterholen und könnte sie fortsetzen. Colleen Hoover fehlt mir nur noch. Den müsste ich noch lesen und den dritten finalen Band. Dann hätte ich diese Reihe auch beendet. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meine Susanne Fröhlich-Reihe angefangen, nämlich die Andrea Schmid-Reihe. Die habe ich auch durcheinander gelesen. Hab sie alle da, müsste sie jetzt nur noch die einzelnen Teile beenden. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wie ihr seht, habe ich sehr, sehr viele Reihen angefangen. Und ja, es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Update geben zu meinen Reihen, aber wie ihr seht, bin auch eine, die sehr, sehr viele Reihen angefangen hat. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss!